Hallo Freunde der Werkstatt! In diesem Video zeige ich euch, wie man auf einem alten PC Windows 11 installieren kann, obwohl er die Anforderungen gar nicht erfüllt. Und zwar ohne USB-Stick oder externe Software. Das geht ganz einfach und schnell. Zuerst gebt ihr im Suchfenster mal Update ein und geht ins Update-Fenster. Dann klickt ihr hier Hardware-Anforderungen überprüfen und scrollt mal ganz nach unten. Dann könnt ihr hier dieses App runterladen und die Datei gleich öffnen. Das Programm wird nun installiert. Und jetzt seht ihr, an diesem Rechner hat er ein Problem mit dem Prozessor, obwohl das ein ziemlich schneller Prozessor ist, aber er wird nicht unterstützt. Zur Sicherheit habe ich mir mal den Lizenzschlüssel aufgeschrieben. Ihr geht in den Registrierungseditor. Dann gebt ihr das hier oben einfach mal ein oder sucht es euch durch die Ordner durch. Ich verlinke es in der Videobeschreibung, dann könnt ihr es einfach rauskopieren und dann Doppelklick auf Backup und hier steht der Lizenzschlüssel. Dann habe ich natürlich all meine privaten und wichtigen Dateien gesichert, ein Backup gemacht. Und jetzt geht ihr einfach mal auf die Windows-Seite, gebt im Google ein Windows 11 herunterladen, dann nehmt ihr diese ISO-Datei hier und herunterladen. Dann könnt ihr die Sprache auswählen. Dann hier herunterladen. Die ISO-Datei ist nun im Download-Ordner. Rechtsklick darauf und dann Bereitstellen. Dann oben in der Suchleiste CMD eingeben und Enter drücken. Dann DIR eingeben und Enter. Dann Setup/Product-Server eingeben und Enter drücken. Jetzt steht hier Windows Server, aber das ist egal, das muss so sein. Einfach nun das Setup ausführen. Windows 11 ist nun installiert. In den Einstellungen sieht man, dass die Lizenz aktiv ist, ohne dass ich etwas eingeben musste. Das kann übrigens ein paar Minuten dauern, bis es hier angezeigt wird. Updates sind auch aktuell und installiert. Es funktioniert alles wunderbar. Wenn das Video für euch hilfreich war, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Das ist absolut gratis. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.